mit dem Feinherrn Landarzt? Also ich finde, Sie sind gerade so elegant rausgekommen von dem Blutabnehmen. Ich würde gerne an Ihnen die Stabile Seitenlage. Stabile Seitenlage. Ja. Stabile Seitenlage. Ja, es tut weh. Nicht weh. Also. Sie müssen fast nichts machen. Ja. Schade für unser Publikum ist, dass wir jetzt da vorne keinen Platz haben. Wenn Sie bin ja jetzt ohnmächtig. Ne? Sie legen sich einfach auf die Seite. Sehr gut. War das schauspielerisch schon eine... Super. Ja? Super. Gut. Lassen alles wie wird man eigentlich professionell ohnmächtig von der Kamera? Ja, dann kann man ein bisschen hyperventilieren. Einfach mal ordentlich hyperventilieren und dann in die Hocke gehen. Das macht der Hans dann gleich. Bitte? In die Hocke gehen, ordentlich hyperventilieren, 30 Sekunden Luft anhalten. Alle drei bitte einmal hyperventilieren. Nein, das geht jetzt nicht so schnell. Du hast einen anderen Auftrag jetzt, Markus. Ja. Also, ja, bitte hin. Also nicht wieder ablenken. Einfach hin. Und dann? Einfach hinlegen. Sehr schön. So. Wunderbar. So, alles locker lassen. Ja. Ich meine, wenn wir das jetzt schon vorführen an dem armen Markus Lanz, dann sagen wir auch, wozu es gut ist. Es dient einfach dafür, wenn jemand ohnmächtig geworden ist, dafür zu sorgen, dass derjenige nicht an den eigenen Körpersäften ersticken kann. Wir nehmen die zu. Herr Hese, macht sie das richtig gerade? Bis jetzt alles wunderbar. Perfekt. So, wir nehmen die Hand, die bei mir am Körper ist, nehme ich nach hinten. Ja. Okay. Die andere auf diese Seite. Jetzt verstehe ich, was der Udo an Ihnen fand. Das freut mich, Herr Lanz. Danke. Ja. Wir stellen Haben Sie eigentlich noch Kontakt? Ja. Ja? Mit Sascha hin? Ja, wir haben uns zuletzt bei Ihrem Kollegen Kerner getroffen. Ehrlich? Ja. Verstehe. So, das ist aber keine schlechte Adresse. Das ist schon wunderbar. So, und ganz wichtig ist, aber sonst privat so nicht, ja? Und wenn, dann wäre es privat, dann würde ich es Ihnen jetzt nicht mitteilen. Ja, ja. So, jetzt versuche ich Sie zu überstrecken. Ja, bitte. Ja. Ja. So. Ja. Moment. Ja. Ja. Und jetzt bitte ich Sie einfach, den Mund zu öffnen. Also, genau. Aber ich bin ja ohnmächtig. Ja, ja, das dann frage ich Sie, dann rede ich auch nicht mit Ihnen, dann mache ich es einfach. Ja. So, und jetzt gucken wir, dass der Mund der tiefste Punkt ist und damit haben wir erreicht, dass Blutspeichel und Mageninhalt ablaufen können und Sie nicht in der Ohnmacht noch ersticken. Also, ich danke sehr, sehr herzlich, Frau Grübel. Ich danke Ihnen, Sie haben das wunderbar gemacht. Ja. Also gut, beim nächsten Mal komme ich dann als Verunfallter, ja. Aber so ist natürlich auch schön, ne? Könnten wir noch ein bisschen reden zusammen. Und es ist wesentlich gemütlicher und entspannter an dem Tisch. Ja. Sie haben auch so eine beruhigende Wirkung. Das dachte ich damals schon in der Schwarzwaldklinik immer. Das gefällt mir. Ich bin mir jetzt nicht... Herrlich. Frau Grübel, vielen, vielen Dank. Bleiben Sie noch einen Moment. Vielen, vielen Dank für den Besuch in der Sendung. Hans, das war großartig. Herr Hese, vielen Dank. Und Wayne, der schönste Landarzt aller Zeiten.